Das ist die Waffe eines jeden. Eine elegante Waffe für zivilisierte. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Finde deine Freunde. Das übernehmen wir. Uns wird nichts mehr im Weg stehen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt keine Versuchung. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Lego Star Wars die Skywalker Saga. Trademark. Und ja. Ich bin mir nicht sicher, wann genau dieses Video startet, ob es nach diesem coolen Intro hier startet, das abgespielt worden ist, oder ob ich euch direkt hier im Menü begrüße. Ich bin so ein bisschen, ich habe ja vor kurzem Star Wars Jedi Survivor gespielt, und ja, ich habe so ein bisschen Schiss so vor der Musik von Star Wars, ne, so wegen Kopierschutz und all sowas, ne. Und man hat mehr oder weniger gerade hier das Lied von dem Trailer von Episode 7 gehört und einige coole Cutscenes mit so den Highlights von allen Episoden, ne? Und deswegen bin ich da ein bisschen, da habe ich ein bisschen Schiss vor, ne, so wegen Kopierschutz und kopiergeschützter Musik und all so weiter. Deswegen weiß ich nicht genau, wann es hier startet, aber falls es jetzt startet, willkommen. So, haben wir das erledigt, ne? Ich werde sowieso irgendwie so ein kleines Intro hier reinschneiden und so, deswegen, ja, selbst wenn ihr das nicht seht, das gesamte Intro, so ein paar Clips davon werde ich hier schon reinpacken. So, zurück zum Projekt. Wir spielen Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ein Spiel über alle neuen Episoden von Star Wars in Lego-Form. Und ja. Wir schreiben gerade den 24. Dezember. Das war mein Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter, welches ich mir selber ausgesucht habe, weil so machen wir bei uns in der Familie mittlerweile. Wir suchen uns einfach unsere Geschenke gegenseitig aus. Meine Mutter habe ich zum Beispiel eine Handtasche und eine CD gekauft. Also ja, so läuft das bei uns in der Familie mittlerweile ab, damit wir halt irgendwas haben, ne? So, so langsam aber sicher mutiert dieser Kanal so ein bisschen zu so einem Star Wars Channel, habe ich so das Gefühl, ne? Was mich nicht unbedingt stört, ich mag Star Wars, ne? Und ja, warum Lego Star Wars? Warum nicht, ne? Ich bin mit Jedi Survivor vor kurzem fertig geworden, ne? Ich weiß nicht, wann dieses Projekt hier hochgeladen wird. Mein jetziger Plan wäre der 1. Januar 2024. Werde ich auch wahrscheinlich machen, ne? Keine Ahnung. Das wäre ja an einem Montag, ne? Ist ja praktisch. Und ja. Dann wird wahrscheinlich dieses Projekt hier hochgeladen und keine Ahnung.
schon lange her, seit ich ein Lego Star Wars Spiel gespielt habe. Das einzige Lego Star Wars Spiel, das ich gespielt habe, ist das, was auf den ersten drei Episoden basiert, ne? Das für die PS2 damals, was einfach nur, ich glaube, Lego Star Wars das Spiel oder so hieß, keine Ahnung. Das ist das einzige und erste Lego Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und jetzt gehe ich hier direkt zu einem Star Wars Spiel, was hier alle 9 Episoden drin hat, und ja, keine Ahnung, da wird bestimmt lustig, ne? So, weiter als bisher habe ich noch nicht gedrückt, also ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas passiert, also gucken wir mal, ne? Ich besitze die PS4 Version von diesem Spiel, aber ich konnte dieses Spiel auf die PS5 Version upgraden, ne? Also ich habe das Spiel da reingepackt und das hat mir ein, also ich spiele gerade auf meiner PS5, ne? Ich habe das in die PS5 reingetan, das PS4 Spiel, und Option, da wollte ich mal gucken. So, das hier ist übrigens auch vorab aufgeploppt, ne? Man kann den Untertitel ja größer und kleiner machen. Ich habe den erst auf groß gemacht, ne, aber das war dann doch schon so ein bisschen überdimensional, deswegen habe ich halt wieder auf mittel gemacht, ne? Untertitel natürlich an, ne, weil man weiß ja nicht. So, ich will mal kurz gucken, kann man irgendwie Audio Option will ich nämlich ein bisschen unterdrehen. Einfach nur, weil ich so das Gefühl habe, das Spiel ist ein bisschen laut. Und bevor ich ja meinen ganzen Optionen hier nochmal rumbastel, ne, mache ich das lieber hier im Game, ne? Weil sonst muss ich das für jedes Spiel wieder umändern und so, und darauf habe ich keine Lust. Anzeigeoption, da gab es irgendwie so nicht drehen zeitweise. Ja, wird schon irgendwie. Ah, passt schon alles, ne? Der Bewegungs Dingens hier, glaube ich, abgestellt. Spieloption, Schwierigkeitsgrad und so nehme ich mal, gibt es nicht, ne? Gab es beim ersten Lego Star Wars Spiel auch nicht, ne? Und ja, keine Ahnung, wird, glaube ich, ein lustiges Projekt, ne? Ich habe schon oft irgendwie Let's Plays von anderen Spielen von Lego gesehen, so von hier, von Herr der Ringe und Harry Potter und so, und ich mag eigentlich das Konzept von Lego Spielen, die sind eigentlich immer lustig. Und ich habe mir gedacht, so, bevor ich hier anstatt wieder hier so ein riesiges Rollenspiel oder irgendwie sowas starte oder Jedi Survivor auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, da spielen wir mal entspannteres, ne? Ich meine, die Lego Star Wars Spiele sind nicht so schwierig, ne? Und der Drang bei diesen Spielen, der Charme von diesen Spielen ist halt mehr so, ja, sammeln und all so was. Und der ganze Charme hier von den ganzen Charakteren, allein ja schon der Titelbildschirm ist schon voll mit Charakter und so, ne, die ganzen Animationen, die Charaktere haben, so. So, genug geredet, ne, aber das wissen wir ja, ne, der erste Part, der muss natürlich immer so ein bisschen Erklärung sein, so, wieso spiele ich dieses Spiel, warum und weshalb, ne, wer bin ich, mein Name ist Daniro EP, abonniert mich, und ja, haben wir das geregelt, gehen wir aber auf neues Spiel, ne. So, ja, warum nicht. Daten werden gespeichert. Ich weiß nicht, wie lange diese Parts sein werden, ne? So, eine neue Hoffnung, da startet nämlich. Ich habe, glaube ich, mal irgendwie so in so ein Let's Play von jemandem mal reingeschnuppert irgendwann mal. Habe nicht viel geguckt, so irgendwie die erste Level oder irgendwie sowas. Und ja, da war irgendwie so zweit von so zwei Koop-Leuten und die haben am Episode 1 angefangen. Ich werde wahrscheinlich auch mit Episode 1 anfangen, ne? Und ja, ich weiß natürlich, es gibt natürlich die originale Reihenfolge, ne? Episode 4, 5, 6, dann 1, 2, 3 und dann 7, 8, 9, ne? Aber ich würde schon fast sagen, wir nehmen einfach mal nach Nummern, ne? Weil, keine Ahnung, so die, weil einfach nur, weil nicht, es macht irgendwie so ein bisschen mehr Sinn, so auf diese Weise zu spielen, ne? Ich meine, meine Lieblingsepisode ist zum Beispiel die dritte Episode, ne? Aber dann hast du hier so Sachen wie keine Ahnung, so wichtige Momente wie mit Darth Vader und so in diesen Episoden. Dann kommt natürlich noch die neue Trilogie mit den ganzen neuen Klamotten. Dann keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mit Episode 1 an, ne? Die dunkle Bedrohung. Und dann arbeiten wir uns einfach so die ganzen Nummern hinauf, ne? Also die ganzen Lieder, merke ich gerade so, ne?
das ist mehr so, das ist wahrscheinlich so, das ist ein bisschen so Fanservice für mich, habe ich so das Gefühl, ne? Ich werde ja einfach nur so meinen Spaß haben und einfach so rumalbern und so, ne? Wird lustig. So, ich würde sagen, wir fangen mit Episode 1 an, ne? Einfach nur damit chronologisch hier, nennt man das chronologisch, so Sinn macht, ne? Aber ja, von ganz Anfang bis zum Ende spielen, ne? Und ja, also ich, wir fangen mit Episode 1 an, die dunkle Bedrohung. Ich weiß nicht genau, wie das hier so abläuft. Ich nehme jetzt mal einfach an, wenn wir Episode 1 abschließen, dann wird hier 2 und dann 3 freigeschaltet, ne? Da steht auch da unten, sehe ich gerade, zum Freischalten Episode 1, ja. Also macht es ziemlich einfach, ne? Na gut, fangen wir an. Ich bin gespannt. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. In Jedi Survivor gab es keine Probleme, außer wenn ich in der Kantina war und irgendwie mir Musik angehört habe. Aber alles andere gab es nichts an Probleme. Also hoffe ich, dass es hier auch irgendwie keine Probleme geben wird. Vor allem, weil alles hier so stylized ist hier in Lego-Format und so, ne? Aber Lego ist auch eine sehr... Also Lego ist auch so eine sehr kopiergeschützte Marke, von daher... Mal gucken, wie das abläuft, ne? Ich habe noch eine Woche ungefähr, um das irgendwie alles hochzuladen und zu überprüfen, ob das alles funktioniert und so, ne? Oh, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir echt uns hier bewegen können, schon so im Schiff. Also gut, so haben wir erstmal die ganzen Formalitäten ja so abgeschlossen, ne? So, zum Feuern. Warum sollte ich feuern? In der Steuerung, aber nee, wird schon in Ordnung sein. So, ich habe null die Steuerung. Zeit mit den Verhandlungen zu beginnen. So, ich werde mich natürlich erstmal hier umschauen. Nee, ich weiß nicht, ob es hier schon irgendwie was zum Entdecken gibt. So, man spielt Lego Star Wars nicht wirklich, um irgendwie, weiß nicht, einmal kurz die Story durchzubrettern oder irgendwie so. Nee, man muss natürlich umschauen und alles sammeln und so. Gibt ja irgendwie, weil nicht Dutzende Charaktere, die du freischalten kannst. Ich weiß nicht, wie das Spiel hier so funktioniert. Ob du dir auch irgendwie so ein Team zusammenstellen muss irgendwann. Ich weiß es nicht. Ja, hier landen. Also ja. Weltraum über eine Kampfschiff der Handelsföderation. Und ja, ich habe natürlich alle Folgen gesehen, alle Episoden, ne? Also ich kenne die Story von diesen Spielen. Sehr großer Fan von allen Filmen. Von einigen weniger, aber ja. Oh, wir spielen als Liam Nielsen. So, reden mit TC14. Das ist er da hinten, ne? So, aber. So, gucken wir mal, wie das Spiel so funktioniert. Das ist schon Ewigkeiten her, seit ich ein Lego-Spiel gespielt habe. So, Firk. So, erste Regel. Was ich noch in Erinnerung so habe, ne? Qui-Gon mit Umhang. Erstmal die Steuerung lernen, ne? Kreis mache ich Macht, okay. Was ich noch weiß, ist alles kaputt machen, mit allem interagieren, was man findet in Lego Spielen, wenn man alles freischaltet und so, ne? Wenn man alle Geheimnisse und so lüftet, ne? Ich werde mich natürlich hier super gut umschauen mit allen und versuchen, so viele Sachen wie möglich hier zu finden und so viele Sachen freizuschalten und Charaktere und was weiß ich alles. Was ist das? Oh, das sagt mir, dass ich dahin muss, ne? Da war ich mit 3 gar nichts. War ich mit der 1. Oh, Charakter wechseln, cool. Meister,
Schauen Sie, wie ich alles kaputt mache. Oh, sorry. Sorry, Meister. So. Bewegen, werfen. Das wollte ich mal gucken, genau. So, so wie ich mich in... Was ich mich so erinnern kann, in damaligen... Also damaligen... Der einzige Lego-Spiel, das ich gespielt habe, Lego Star Wars, für die PS2. Oh. Ich kann mal Lichtschwert werfen. Alter, ist das weit. Was ist das hier? Ich nehme mal das Blocken. Ne? Lichtschwert werfen. Oder ist so anvisieren oder so, ne? So. So, oh, er hat sogar HP verloren. Nein. Also ja, gut. Was ich noch so weiß von Lego Star Wars, damals für die PS2. Man muss irgendwie... Es gab immer so einen Balken, der sich gefüllt hat. Und... Je mehr Dinger man hier, je mehr, ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt, so Stats hießen die, glaube ich, auf Englisch. Je mehr man am Ende eines Levels hat, desto besser, weil dann kriegt man irgendwie, weiß nicht, so was Besonderes oder so am Ende, dass man da freischalten kann. Kann ich da? Nein, da wollte ich nicht. Ich will aber versuchen, auf die Tür zu werfen. So. Kann ich die Türen damit kaputt machen? Muss ja erst mal probieren, ne? Oder vielleicht soll ich mal hier oben gucken, ne? Vielleicht muss ich mal irgendwie. Also ja, müsst ein bisschen Geduld mitbringen, wenn ihr euch dieses Projekt hier anschauen wollt, ne? Also ich werde hier so gechillt und so. Ich werde so gechillt und so entspannt wie möglich hier durch dieses Spiel durchgehen und einfach so viele Sachen sammeln und freischalten und so, ne? Wow. Oh, nichts. Nimm mal an, die Steuerung wird mir auch noch irgendwie mal so erklärt, ne? Nimm das. So. Ihr habt euer Schiff. Ha. Ich weiß nicht, wieso ich da freigeschaltet habe, aber okay. Einfach indem ich Sachen zerstört habe, ne? So. So, ich meine, die Weißen geben wenig, dann kommen die Goldenen, dann kommen die Blauen, ne? Die Blauen, dann gibt es glaube ich noch Lilane, ne? Guck mal hier, was hat denn? Nichts. Mein Gott. So. Stell mal vor, du bist dieser Druide und schaust die ganze Zeit, wie diese jedes hier durch den Hangar rumlaufen, alles kaputt machen, ne? So. Ich nehme an, ich kann auch mit irgendwie nichts interagieren, ne? In Lego Star Wars für die PS2 damals, da konntest du ja mit allen möglichen Sachen interagieren, die Macht benutzen, irgendwie Sachen irgendwie zusammenbauen und was weiß ich nicht alles, ne? Ich nehme an, sowas kommt dann auch noch irgendwie sowas, ne? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Nimm das. Also mit Kreis ist mehr oder weniger die Macht im alten Umfang, ne? Machtschub, dann irgendwie. Dann irgendwie, weil nicht anziehen und so was alles. So, ich habe hier alles zerstört. Wir können weiter. Cool. Entschuldige mich noch einen Moment, während ich hier alles kaputt mache und einsammle. Ne? Hey. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Ja, solltet ihr auch. Okay. Aus dem Weg. Naja, ich werde meinen Spaß hier haben, habe ich so gefühlt. Das wird hier, man wird jetzt, man gibt mir ja viel zu viel Macht. No pun intended hier. Ich habe da immer noch ein ganz mieses Gefühl. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtungen, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier und Jetzt. Und das sind einfach. Aber Meister Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein muss. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Sei dir der lebendigen Macht bewusst, junger Vater. Ja, da bin ich die ganze Zeit versucht. Stimmt, es gab so nicht so ein Tauchangriff damals. Ich habe die ganze Zeit, ich drücke die ganze Zeit mit Viereck, aber passiert leider nichts. Mit Kreis passiert hat. Boah. Schon seit Ewigkeiten, dass ich hier so in Episode 1 Territorium herumgelaufen bin in Videospielform. Ich habe damals Dutzende PS1-Spiele gehabt von Episode 1, die dunkle Bedrohung hieß so ein Spiel. Das war so ein
Da hast du irgendwie, da hast du so aus dieser Perspektive irgendwie gespielt. War sehr merkwürdig, das Spiel. Also ja. Ja, die Synchronsprecher sind natürlich nicht die Originalen, ne? Weil, pff, warum auch, ne? Was hat ja? Ich mach's kaputt. Pff, auch. Au. Aua. Vielleicht sollte ich eher die Macht einsetzen. Jemand, ich habe. Entschuldigung. Mein Schüler. Hätte ich eigentlich auch? Ja, aber schon. Aber lieber so sicher entfernen. Ich weiß gar nicht, weil ich da angegriffen habe, so explodiert ist. Ja, die Synchronsprecher sind natürlich nicht die Originalen. Ne? Das sind einfach hier so, weiß nicht, so bunt zerwürfelte Leute. Ne, habe ich schon gemerkt an dem. Wo ist das denn? Ja, habe ich schon so in dem Intro gesehen, diesen Intro, was ich vielleicht oder vielleicht auch nicht hier reinschneiden werde, keine Ahnung. Und ja, aber soll ja vergeben sein, ne? Ist halt Lego, ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht, ich meine, es ist Star Wars, aber es ist jetzt nicht. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass jetzt hier nicht die originalen Stimmen von den ganzen Charakteren sind, ne? Also ich, da kein Charakter hatte die originale Stimme in dem Intro, so wie ich das gesehen habe, waren einfach irgendwelche Leute. Und ja, aber es ist halt Lego Star Wars, ne? Was willst du? Was Lego und Star Wars, das sind schon zwei dicke Marken, ne? Dann noch die original Synchronsprecher, das ist, ich stelle mir einen absoluten Albtraum vor zu finanzieren. Aber ist auch nicht schlimm, ne? Auf die Forderungen des Kanzlers reagieren. Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Die Verhandlungen werden nicht lange andauern. Ich soll den Stuhl sein. Beginnen, meint ihr? Ist es bei Ihnen üblich, uns so lange warten zu lassen? Nein. Ich spüre ungewöhnlich große Furcht angesichts von etwas so Banalem wie diesem Handelsdisput. Okay. So, jetzt sind die Stühle hier. Jetzt können wir uns hinsetzen. Was ist das hier? Nichts. So, sollen wir uns hinsetzen? Nee, da muss noch irgendwas. Oh ja. Wieso drei Stühle? Ja, okay, wir erwarten halt Gäste, ne? Okay, aua. Mein Kampfangriffskongi einzuleiten. X oder Kreis? Oh. Okay, weiter so. Okay, da stand Dreieck. Okay. Tut man eigentlich blocken? Ich meine, nicht schwer werfen. Da. So, sorry. Ich tue mal hier abblocken. Oder Blasterschüsse abwerfen. Zurückwerfen. Ich weiß nicht. Was sagt? So. Ja, sieht so aus, als würden die Verhandlungen doch irgendwie kürzer sein, als gedacht. Also weg, mein Schüler. Oh, gibt mir nicht so viele Sachen zum Interagieren, ey. Ich weiß nicht, was dann irgendwann wichtig sein wird, zu interagieren und was nicht. Was ist das? Ich habe nicht irgendwie eine Machtanzeige oder so, ne? So, okay, ich habe automatisch zurückgeworfen. So ist natürlich auch. Nein, warte mal. Ja, hab schon gesehen, das Ding explodiert. Nein, mein Schüler ist schon wieder gestorben, verdammt. Ich übernehme die Rolle des Schülers. Oh Mann. Weißt du, hören Sie bitte auf, mich zu töten. So. Es gibt verschiedene Kombos, wenn man irgendwie. Die Musik lobt sich die ganze Zeit. So, oh Mann.
Ey. Au, au, au. Das ist dann zurück zum Hangar, aber hier sind so viele Orte noch. Was ist das? So, dann gehen wir mal. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Boom. Weiß genau, was das, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich mach die Abfahrt. Was ist das? Ich weiß übrigens nicht, ich weiß irgendwie nicht, so wie die Reviews von diesem Spiel abgelaufen sind oder so, ne, ob das Spiel gut angekommen ist oder nicht. Ich würde jetzt mal raten, ja. Weil du hast alle 9 Episoden, ne? Du hast alle 9 Episoden, die du hier spielen kannst, ne? Kommt natürlich jetzt darauf an, wie so die Inhalte hier von dem Spiel sind, ne? Aber ich würde es einfach mal raten. Ist wahrscheinlich gut angekommen. Im schlimmsten Fall mittelmäßig, ne? Ah, was weiß ich schon, ne? Es gibt ja eindeutig zu viel Sachen zu interagieren. Wahrscheinlich gerade irgendwie was von der Karte, die man irgendwie hat. Da habe ich gerade das Spiel irgendwie erwartet, dass ich irgendwie so lange hier in diesem Raum rumlaufe, dass ich die Musik die ganze Zeit hier am Loopen ist. Na gut, gehen wir mal weiter. So, ich bin eigentlich vorhin. Wo muss ich denn hin? Oh, ich kann in diesen Dingern hier. Steck fest. Einstecken. Da muss ich hier so die Linie entlang. Ah. Geklappt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du komm her. Boom. Sehr gut. Warte mal, Qui-Gon. Du hast doch die Tür aufgemacht, ne? Machst du da? Dann mach mal weiter. Mach mal hier so auf. Zack. Da drüben, eine Invasionsarmee. Wir müssen runter auf den Planeten um die Nabuva. Schleichen wir uns auf ein Schiff. Na, wir sind schon hier. Ich dachte erst, wir müssen uns hier noch mit den Dings hier kloppen, mit den versuchen, in diese Tür hier einzubrechen oder so. Ja, Geschichte fort. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe, ne? Sah jetzt noch nicht so aus, als könnte ich irgendwie mit vielen Sachen interagieren, so, ne? Ja, gucken wir mal. Da war er weg. Da ist er. Der G. Au, 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 au. Cool. Aua. Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Druiden auftauchen. Es ist merkwürdig, dass ich halt irgendwie komisch finde, dass die alle so Hautfarben haben. Ich habe noch irgendwie so Episode 1 Star Wars Lego Minifiguren, ne? Und mittlerweile sind die ja alle, haben die ja alle so Hautfarbe, ne? Aber früher waren die Lego-Figuren hier von Star Wars, die hatten noch gelbe Hautfarbe, ne? Oh, jetzt haben wir eine Karte, finde ich schon mal super. Und ich habe noch hier den Qui-Gon und Obi-Wan, wo die noch gelbe, wo die noch gelbe Dings hatten. Noch gelbe Hautfarbe. Okay, wow, das wollte ich gar nicht. Da steht an eben, aber da riecht auch so, ne? So, Stein im Laub. Wer ist Verbesserungsmenü in Hof, um einen Kreiberstein neue Fähigkeiten zu kaufen? Neue Fähigkeiten? Da steht irgendwie was. Und da unten. Uff, Qui-Gon Umhang. So, Sternenschiffe. Fortitude. So, Jedi, Held, Protokollruide. Allgemein. Ach, das sind Fähigkeiten für jeden, jede Klasse von Charakter. Jedi, Held, Schrottsammler, Schurke, Kopfgeldjäger, Bösewicht, dunkle Seite, Astromech-Druide, alles klar. Das sind dann halt die Skills für all die Charaktere oder was? Okay, du kannst schnell sprinten, während du die Galaxis erkunden ist. Lauf
ohne Unterbrechung oder drücke, um den Sprint zu beginnen. Schnellsprint. Dafür kann ich die Dinge ausgeben. Nur dafür oder für irgendwas anderes? Ja, Minikits, Puzzles. Uff, weiß ich nicht. Weiß jetzt nicht, wie lange die Episode und so geht, ne? Aber gucken wir mal. Guck mal, wie lange. Ich werde wahrscheinlich ja keine Schnitz machen, sondern einfach hier so durchgehend spielen. Und dann nach Belieben die Episoden so schneiden, wie ich will, ne? Mach mal halt so. Ganz schnell sprinten, ja, hol wert, ne? Oh. Guck mal, das ist jetzt für jeden Charakter, ne? Hm. Okay. Keine Ahnung, ob das... Keine Ahnung, ob was ich jetzt gerade... Aber was ich jetzt gemacht habe, irgendwie gut oder schlecht war. Ah, sollte ich dann, alles klar. Ups. Aha. Kann ich das unter anheben? Nö. Was hier mit? Dich packe ich auch noch drauf. Machen sehr großen Tower hier. Noch irgendeins? Nö. Okay, ich nehme an, die Sachen hier zum Freischalten, die tun so ein bisschen herausstechen, ne? So, hör mal hier, wenn du, wenn du freischalten willst, dann hier. Hier ist dieses leuchtende Ding, ne? Womit du interagieren kannst, ne? Und das andere ist hier irgendwie so, nur so, um meine Zerstörungswut Wut zu fördern, ne? Die Stämme muss man sich noch so ein bisschen gewöhnen, habe ich so ein Gefühl. Kann ich irgendwie auf der Karte die Karte irgendwie so erhöhen, so. So, wir fragen erstmal Jar Jar. Ich nehme jetzt einfach mal an, alle Leute jetzt hier, die sich das hier alles anschauen, die wissen halt die Story von Star Wars, ne? Und ich muss jetzt hier nicht du. Boom. Ich spring nicht um. Was ist los mit dir? Bringst du mich irgendwie hin? Bringst du mich zum Schotter? Du hast einen AP-Balken, von daher nehme ich an, hat irgendwie einen Sinn. Oder auch nicht. Also ich nehme jetzt einfach an, jeder ja weiß halt die Story und worum es hier geht, ne, damit ich, und ich muss jetzt nicht hier stehen und irgendwie erklären, so immer, ja, das ist halt, was gerade passiert ist, ne? Wir sind hier gerade Obi-Wan und Qui-Gon Jinn und wir müssen jetzt hier, weil nicht, wir hatten ja so eine kleine Besprechung mit den Leuten, die nicht gut abgelaufen ist und deswegen, ja, gehen wir jetzt, müssen wir uns verstecken und was weiß ich nicht alles, ne? Ich nehme jetzt einfach mal an, ihr wisst alle die Story, ne? Deswegen werde ich jetzt hier nicht sitzen und das alles erklären. So, du, will mich noch ein bisschen hier umschauen. Ich werde jetzt nicht alles hier kaputt hauen, weil ich glaube, dann sitze ich ja noch Stunden in diese erste Level, ne? Aber ich werde mich hier umschauen. Warum ist jetzt zum Beispiel nichts? Geht doch mal nicht. Hier ist zum Beispiel eine Sackgasse mit nichts. Cool. Ist bestimmt irgendwas mit irgendeinem bestimmten Charakter oder so. Wenn er so abläuft wie in Lego Star Wars damals, dann muss man erstmal irgendwie freies Spiel freischalten, ne? Und wenn man dann freies Spiel freigeschaltet hat, dann du, komm mal mit. Nein, da wollte ich nicht. Ich wollte dich eigentlich aufsammeln und versuchen, damit hier dieses Ding da aufzusprengen. Diese Tür, die ich da gerade gesehen habe. Aber das wird wohl nichts, ne? Also wenn das so abläuft wie damals mit Lego Star Wars für die PS2, dann hallo, du siehst verdächtig aus. Oh, oder auch nicht. Dann, ich weiß gar nicht mehr, auf was ich jetzt drauf hinaus wollte. Blau. Dann, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Ich weiß nicht mehr, mach mal.
jetzt fängt es schon an, ne? Der Daniro, der wird schon ja senil, der fängt jetzt schon an. So, wer bist du denn? CD? Ja, da war eine CD. Nein. Habe ich die bekommen? Da war eine CD und eine Schallplatte drüber. So, da hinten habe ich schon mal gesehen. Und da sehe ich auch irgendwie was auf der Karte, aber... So, ja, freies Spiel. Wenn man ein Kapitel oder ein Level zum ersten Mal irgendwie abgeschlossen hat, dann dann schaltet man freies Spiel frei. Und wenn man freies Spiel freigeschaltet hat, dann kann man guck mal hier. Oh nein. Ja, kann man kaputt machen. Natürlich, ich habe nämlich so ein Gefühl, ich weiß, wofür man die braucht. Da hinten hinzukommen. Also nach oben. Du da, ich will zu dir hoch. Oh, ich sehe auch, da kann man irgendwie rüberspringen. Oh, da kann man sogar hoch. Haha. Du, geh weg. Aha. Boing. Bezweigte Situation. Und ja, wenn man freies Spiel freigeschaltet hat, nachdem man hat, nachdem man ein Level oder so normal 1200, dann ja, wenn man das einmal freigeschaltet hat, dann tut man freies Spiel freischalten, und wenn man freies Spiel freischaltet, dann kann man noch mal in die Level reingehen, die dieselbe Level, und dann kann man mit jedem Charakter da reingehen, ne? So, ich muss halten, ne? Wenn ich das nicht halte, dann dann mache ich da kaputt, ne? Butler im Paunga. Okay, ich bin gestorben, aber ist ja egal, ne? Okay, 1200, da wird ein bisschen dauern. Und ja, wenn man freies Spiel freischaltet, dann kann man alle Charaktere nach Belieben auswählen, ne? Man kann sich irgendwie so ein eigenes Team zusammenstellen und dann mit den Charakteren noch mal in die Level reingehen. Und wenn man bestimmte Charaktere ja freigeschaltet hat, ne, dann bestimmte Charaktere können halt nur irgendwie zu bestimmten Orten gelangen. Ich glaube, Jar Jar Binks war zum Beispiel ein Charakter, der irgendwie voll hoch springen konnte, ne? Und den braucht man irgendwie, um einige Orte zu erreichen. Und wenn man zum Beispiel das erste Mal irgendwie ein Kapitel abgeschlossen hat, dann hatte man Jar Jar Binks nicht, ne? Und dann kann man irgendwie, haben wir irgendwie so hohe Orte gesehen, und ja, da hat man sich wahrscheinlich gewundert, so, oh, wie komme ich denn da hin, ne? Aber wenn man am freies Spiel freigeschaltet hat, ne, dann schaltet man irgendwann Jar Jar Binks frei, und hey, 25, glaube ich, ne? Ne, 15. Wieso weiß ich das noch? Dann kann man irgendwie all die Orte erreichen, die man vorher nicht erreichen konnte, weil man halt nicht Jar Jar hatte, ne? Dafür ist dann ein freies Spiel, da man noch mal in die Level irgendwann reingeht mit all den freigeschalteten Charakteren, die alle verschiedene Fähigkeiten haben und so, und mit denen kommt man dann an Orten oder an anderen Stellen. Manchmal braucht es irgendwie ein Jedi oder so, aber hier ist doch bestimmt auch irgendwie was, ne, Verdächtiges. In einige Level kriegst du zum Beispiel keine Jedis oder so am Anfang, aber wenn du am freies Spiel freigeschaltet hast, dann gehst du noch mal in die Level rein mit einem Jedi, und dann kannst du mit der Macht alles möglich machen und so, ne? Und ja. Der Mann, so läuft das dann auch hier in dem Spiel ab, ne? Gibt schon wieder einige Orte, die ich nicht erreichen kann. Oh nein. So läuft das dann wahrscheinlich ab, ne? Da. Okay. Aufsteigen. Cool. Schon wieder, Jar Jar. Du sie jetzt kommen zu die Boss. Du sie stecken ein großes Kacker diesmal. Also ja, wir düsen ja so mehr oder weniger durch die Events von Episode 1 gerade, aber warte mal hier. Wenn du auf etwas stößt, das du im Geschichtsmodus nicht verwenden kannst, komm einfach später in anderen Charakteren im freien Spiel. Okay. Ja, das war ich gerade, was ich gerade angesprochen habe. Oh, guck mal da.
Das war ehrlich, weil ich gerade angesprochen habe, ne? Ich muss einfach nur warten, bis mir das Spiel selber erklärt. Ich nehme an, da baut irgendwie, weiß ich nicht. Irgendjemand, der irgendwie Schlösser öffnen kann oder irgendwie sowas, ne? Oder. Ja, das sieht gepanzert aus, das Ding. Vielleicht brauche ich einen Raketenwerfer, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ha, ho. Und ja, ich werde eine Weile lang mit hier Qui-Gon spielen, weil wir müssen jeden Moment genießen, den wir mit denen haben, weil er wird es leider nicht so weit bringen gehen in dieser Geschichte, ne? Spoiler. So, kann ich irgendwo die Karte hier aufrufen, ja, so Karte anzeigen. Sorry. So. Also wir düsen ja ganz schön durch die ganzen Events hier durch von diesem Spiel, ne? Aber wie gesagt, das Erkunden und das Herausfinden, wo alles ist und so. Das Suchen von Gegenständen, das ist immer das Hauptaugenmerk mag hier von Lego Star Wars, ne? Oder Lego Spielen an sich. Über der Stadt, wo siehst du ja was? Ich sehe was auf der Karte, sehe ich gerade. So, hier irgendwo, oh Gott, hier ist irgendwas. Ich will da rein. Komm ich da rein? Ich mach da dann alles kaputt. Und wenn ich da drin alles zerstören muss, ich komme da rein. Was? Sind wir vier Zielscheiben? Was? Zielscheiben? Wo? Zielscheiben? Wo? Ich hab Dinge rausteleportiert. Was für Zielscheiben? 3, 4. Ja, aber keine Ahnung. Ich hatte gerade 3 von 4. Wo? Na unten beide. Warte, machen wir nochmal. So, ich weiß nicht wo. Ich glaube, die sind hier unten irgendwo, ne? Unter dem Ding. Ich muss wahrscheinlich irgendwas vollkommen anderes machen, ja, ne? Ich muss wahrscheinlich hier Zielschein. Klingt irgendwie so nach. Oder auch nicht. Jetzt müsste ich hier irgendjemand mit so einem jemanden haben, der einen Blaster hat oder so. Aber egal, ich habe das Ding. Vorsichtig zielen, ja. Wer braucht schon zielen, wenn man die Macht hat, ne? Die Macht übernimmt das Zielen. So einfach geht das hier. Ja, was ist da wieder? Egal, ich mache alles kaputt. Ja, meins. Alles wird kaputt gemacht. Boom. Warte, aber zielen. Zielen stand da gerade. Ne? Oh, da. Na, ich hab's gesehen, wo ihr seid. Ich will da nochmal ziehen. Oh, ich habe die Tür geöffnet. Okay. Warte mal hier. Was ist das? Habe ich da gerade irgendwas aktiviert? Da, ah, verdammt. Tut mir leid, mein Schüler, meine Augen sind halt nicht mehr. Warte mal, kann ich jetzt zu Jar? Nee. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Mein junger Palawan. So, wo ist denn da, wo ich storymäßig hingehen will? Wo ich storymäßig hingehen muss, ne? Weil ich glaube, dann will ich da noch nicht hin, ne? Einfach nur. Da liegt irgendwas. Warum kann ich jetzt nicht mit irgendwas da interagieren? Nein. Das kann ich bitte. Ich kann damit nichts interagieren. Nein. Okay. Also ja, muss ich halt
irgendwann wiederkommen. So, weiß nicht, ob ich ja schon fertig bin. Ja, definitiv einige Sachen verpassen beim ersten Mal. Wo führt mich das Ding überhaupt hin? Macht irgendwie gar keinen Sinn, wie sich das Ding hier bewegt. Warte mal da. Du wirst die Tür für mich aufmachen. Hm. Du wirst die... Oh, die Tür ist schon offen. Ja. Ergeblich war Jar Jar Binks ziemlich rassistisch für amerikanische Zuschauerschaft. Keine Ahnung. Vielleicht wegen dem Akzent oder so, ich weiß es nicht. Ja, deswegen war er so fast halt, ne? So, ich will jetzt Rebellen Passwortblase. Also, so, was hier mit? Gesehen, er hat irgendwie so ein A-Wing als Dings, als auch hier muss ich wieder irgendwas machen, ne? Aber oha, aber hier, da kann ich rüberspringen. Das habe ich nie im Leben. Nein. Warte mal. Ja, gib mir ein bisschen Zeit. Ich werde mir ja Zeit lassen, ne? Ich weiß. Kann ich so im Sprung absteigen? Ja, aber bringt's nicht so. Ich muss ja mal gucken. Gibt es irgendwie noch so irgendwelche so Manöver und so, die ich noch machen kann, von denen ich nichts weiß? Nee. Hier, Schultertasten tun, Charaktere wechseln. Ich bin nämlich ziemlich sicher. Ich schaffe es nicht dahin, zu springen auf natürliche Weise. Bräuchte ich vielleicht irgendwie, weil nicht. Keine Ahnung, jemand mit einem Jetpack oder also nicht. Aber hier ist ja schon irgendwie, ne? Kann ich mir irgendwie was hier noch hinpacken? Nö. Ich weiß nicht, warum ich Kreis dann noch mal drücke. So, da haben wir schon mal erst, wo wir nicht hin können, ne? Kann ich ja runter eigentlich. Ja. Ist ja noch eine ganze Welt, die ich nicht entdeckt habe. Oh. Was ist das hier? Oh, oh. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Warum geht's noch nicht kaputt? Warum geht's noch nicht kaputt? Ja, kaputt. Nein. Mein Padawan, es geht nicht kaputt. Was machen wir jetzt? Okay. Ja, noch ein ganzes Universum, das hier unten auf mich wartet. Boah. Ihr dürft mir nicht so viele Sachen zum Zerstören geben. Ich weiß nicht, was hier wichtig ist und was nicht zum Zerstören halt, ne? Ich meine natürlich jetzt alles hier. Alles muss zerstört werden, ne? Natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da kann ich zum Beispiel nicht rein, obwohl man da ganz eindeutig rein kann. Bonk, bonk. Also ja, könnte wahrscheinlich sehr frustrierend sein, irgendwie zuzuschauen, wie ich hier durch die Gegend renne und einfach, weil ich mich einfach nur umschaue und Zeug sammle, ne? So ein Collectathon, so nennt man, glaube ich, diese Art Spiel, ne? So wie Spyro. Spyro ist auch ein Collectathon. Spielt es eigentlich nur, um irgendwie Sachen zu sammeln. Wo ist das? Nichts. Ich nehme an, alles so mit roten Lichtern sind immer so Sachen, mit denen ich nicht interagieren kann, ne? Upp. Warte mal, Obi-Wan. Qui-Gon, bleibst du da stehen? Ja. Ah. Da, hm. Ja, da ist noch was. Oh, warte mal, warte mal. Ha! Oh.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Spiel keinen Online-Koop hat. Ne? Ich hätte lieb gern mit dem Vegas gespielt. Tapals Schatz. So, ja, eine Verbesserung könnte ich auch mal nachgucken. Was soll man machen, ne? Schatzruhe. Ja, das. Ja, man, das soll dafür da sein, falls man irgendwie alles hier zerstört hat, ne? Man hat nichts mehr irgendwie jetzt zum zum draufpacken, ne? Keine Ahnung. Aber ja, das Spiel hat nur Koop, ne? Koop. Ich meine, ist jetzt auch nicht unmöglich, dass wir uns Koop treffen könnten, ne? Aber mehr so, wir sind. Ich tue allgemein mehr so online spielen und weiß nicht. Vielleicht muss ich da wenigstens das Spiel auch selber. Ich weiß nicht. Er hatte irgendwie gesagt, er will jetzt auch irgendwann mal spielen, ne? Oder müsste jetzt irgendwann mal noch mal spielen, ne? Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt er sich das auch schon geholt hat oder so. Oder nicht. Aber ich weiß nicht, ob das gut ausgehen würde dann. Weil ich würde dann die ganze Zeit hier versuchen, hier alles zu sammeln, ne? Und dann kämen wir irgendwie gar nicht voran. Dann würden wir jeweils so 5-6 Stunden lang hier in einer Level oder so sitzen, weil ich hier alles sammeln will, ne? Und ja, dann kommen wir irgendwie gar nicht voran. Dann mache ich das lieber privat, dann verschwende ich nur die Zeit meiner Zuschauer. Was ist das hier? Okay, das sieht irgendwie wichtig aus. Ich kann auch nicht, ich kann halt auch nicht. Ja, da kann man weiter. Wofür muss ich das hier reinpacken? Das war irgendwas, ne? Das ist für irgendwas hier. Oh, oder bei dir? Halt, nur mal hier. Dann Charakter. Nicht so aus. Kann ich aber machen. Okay. Was ist das für ein Teil? Werde ich wohl herausfinden irgendwann, ne? Kommen wir uns noch weiter hier um. So, neues Rätsel. Ah, ich sehe schon. Okay. Alles klar. Da kommt die Batterie rein, ne? Da kommt die Batterie rein. Kann ich doch gar nicht bis dahin bewegen, ne? Kann ich halt einfach bis dahin bewegen. So, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. Nein! Okay, ich nehme an. Das sieht aber voll so aus, als könnte man da so eine Batterie reinstecken, ne? Ist die eine Batterie drin? Nein. Du kannst mir auch nicht sagen, dass hier die Batterie nicht reinkommt. Ja, so weit von dir rein, hallo? Ich soll lieber das machen, ne? So ein. Oh, Entschuldigung. Weißt du, was jetzt schon irgendwie am besten wäre hier? Kann ich mal gucken hier? Oh. Das ist neu. Das war vorher nicht hier. Hier, das hier war das, ne? Allgemein. Vier verfügbar und ich brauche 15. Wenn ich erfolgreich kontern. Ich suche mir irgendwie so Sachen wie so, ja, du sammelst automatisch alle Sachen, alle Stats hier ein, die um dich herumlaufen, ne? Ich ging schnell in die Mitte, wenn Macht geworfen werden, richten mehr Schaden an, bevor ich konter werden. Jede Gedankentricks ablenken, Panik wird vergrößert. Ich suche irgendwie sowas so, oh, alle die Dinger werden hier. Werden, weiß nicht. Wenn du dieses Ding hier freischaltest, dann werden alle Dinger an dich herangezogen, ne? Also ich laufe hier so 5 Meter an den Dingern vorbei und dann buff. Dann sammle ich die ein, ne? So, ich pack dich hier.
Okay, dann eben nicht. Das sieht aber voll so aus, als könnte ich das Ding. Ich dann echt nicht dahin. Er geht aber euch nicht da rein, ne? Jetzt packt du ein. Nö, geht nicht. Dann weiß ich nicht, wer ich wohl herausfinden irgendwann, ne? Keine Ahnung. Guck mal weiter. Ach, guck mal, wie ich renne. Oh, ich renne. Ich fange an zu rennen. Oh, da war noch was. Ich glaube, dass jemand zum Reden noch, ne? Habe ich mit dir schon geredet? Ich weiß es nicht mehr. Ihr seid von Boscalo, wisst? Ihr der Gunga, der sie unsere Stadt gebaut. Otto Gunga. Ihr seid vereinen alle Gungan-Stämme. Er hat sie gebaut, indem er Stein auf Stein platziert hat. Lego-Stein auf Lego-Stein. Aber Boscalo, krass bekannt, weil ihr sie haben größte Sachen. Krass bekannt. Mich sie können nur träumen von so viele Goppelfisch. Gubba. Bin mir nicht sicher, in welchen Raum ich schon war und welchen nicht, ne? Hier war ich noch nicht, ne? Das heißt, hier kann noch Zeug zerstört werden. Was ist das für ein Teil? Da bist du. Nur ein Tisch, okay. Jetzt bist du noch Überbleibsel. Ja, mit dem Angriff kriegt man hier alles viel schneller kaputt, ne? Ich hoffe, es wird nicht irgendwie so, weil so spezielle Bonussteine geben, so wenn er irgendwie ja mach alle Gegenstände in diesem Raum kaputt und dann kriegst du ein Ding, ne? Wäre ganz schön frustrierend. Oh, Qui-Gon hat schon wieder meinen Gin getrunken, deswegen ist er so schnell. Puff. Ich orientiere mich einfach da. Ich orientiere mich einfach an der Zerstörung. Da, wo keine Gegenstände mehr sind, da bin ich schon gewesen. Ne? Und weil wo noch Gegenstände sind, da war ich noch nicht. Da tue ich mich so ein bisschen hier dran orientieren. Ne? So, da sieht nach dem Tod aus. Ne? Ja, kann ich da hin? So, aber okay, wie waren so, da ist der Typ, den ich folgen muss, genau. Aber wir machen natürlich erstmal alles andere. So, was ist mit dir? Sieht so aus, als bräuchst du ein bisschen Macht, ne? Weitere Belohnung. Ah, guck mal hier, hier wird sogar angezeigt. Oh, das ist so gut. Ja, Belohnung. Ah, Flügler. Hey, ja genau. Ja, sag ich doch. Ah, A-Wing. A-Wing heißen die, genau. Ah, Flüger. Ja, Flügler, ne? Wing. Deutsch halt, ne? So. Komm ich da echt nicht rein? Muss ich da von da oben rein? Die Kamera wurde gerade so nach draußen gezoomt, also nehme ich mal an, ich muss da irgendwie so rüber. Was mich so ein bisschen verwirrt, ist, dass hier dieses Ziel, wo ich eindeutig hin soll, sich überall hin bewegt. Ey. Macht es ein bisschen unübersichtlich, wo ich ehrlich gesagt als nächstes hin muss. Das ist so wie so ein Zielmarker, so ein Ding, ja so, ah, wenn jetzt, oh, Entschuldigung, aber wenn jetzt hierhin gehst, dann muss du nur noch dahin gehen, dann muss du noch dahin gehen, um dahin zu kommen und so, ne? Das bewegt sich die ganze Zeit, das ist ein bisschen verwirrend. Deswegen, weiß nicht, ich hätte lieber, wenn es irgendwie an einen Ort die ganze Zeit wäre. So, du warst der mit dem Ding, ja, ne? Muss ich irgendwas für dich holen oder so? Tschüss, das in Geschichten, wo es nicht verwendet kannst, komm einfach später mit anderen Charakteren im Fallspiel. Meine Sachen ganz sicher in die daher mich fragen, Rebellenfreund aufzuschreiben, Passwort.
sein Zuhause sein. Oh, ich muss einen ganz bestimmten Charakter haben. Ist das, was mir das Spiel gerade sagt? Rebellenfreund. Rebellen gibt es doch noch gar nicht. Also ich nehme ich an, ich muss da mit so einem ganz besonderen Charakter hingehen, ne? Was sage ich mit dem Ding hier? Ich möchte doch bestimmt auch für irgendwas hier brauchen, ne? Ich möchte doch bestimmt auch irgendwo hingehen, ne? Aus dem Weg. Oh, Entschuldigung. So, da habe ich mit dir schon geredet. Ich weiß nicht, mit wem ich hier schon geredet habe, mit welcher Person nicht, ne? Ich würde sagen, wir gehen schon mal weiter irgendwie. Irgendwie finde ich ja nichts mehr. Oder mir fehlt noch halt das Wissen. So. Müssen wir mal mit freien Spiel irgendwann jetzt zurückkommen, ne? Geht halt nicht anders, ne? Müssen hier noch. Ne, sind wir kommen, ne? Oh, guck mal hier. Hier konnte ich das hier mal sehen. Blau. Das ist die Story weiter. Das ist nicht die Story weiter, oder? Ne. Hallo, na. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Dieses Spiel einfach mehr Screen Time über die Gungans und Otogunga gibt als die Episode. Da ist bei jedem Star Wars Spiel irgendwie so gewesen, ne? Dieses eine Episode ein Spiel hatte eine gesamte Level irgendwie, die ja in dem man, ne, da ist so der Konferenzraum, ja, ne? Hier geht's storymäßig weiter. Egal. Hauptsache. Wer mit mir? Ja, ich habe dich angegriffen. Vergeben und vergessen. Komm. Das ist ja wieder moppern. OP-Killerfisch schwimmen neben euch, Sepp? Oder kein Gobberfisch mehr? Die Frage mich halten wach jedes Nacht. Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter, ne? Ey, yo, Leute, was geht, ne? Oh, das sagt mir dann auch schon so, ne? Gibt es so eine Karte hier von diesem Ort? Und zurzeit nicht reisen, ne? Ich das aktuelle Geschichten ziehen, um die Reise freizuschalten. Ich hätte gerne mal so eine Karte hier von diesem Ort. Ich habe gedacht, hier wäre der Raum, wo wir hin müssen. Deswegen hier der dicke Raum. Ich dachte, hier wäre eigentlich der Raum, wo wir rein müssen. Komm ich da rein? Kam schon. Damit die habe ich schon geredet, ne? Große Blase abgesperrt. Wissen diese nicht, wie großer Kopfschmerz das sein zu öffnen? So, das Ding, der Typ zoomt hier so ein bisschen raus, deswegen. Nehme ich an, wir müssen auch hoch, aber da kommen wir doch nie im Leben hoch. Das ist auch unmöglich, Mann. Aber ich glaube, wir sind hier eigentlich. Ich habe hier irgendwie alles rausgeholt. Ich habe bestimmt noch einige Sachen, die ich hier nicht rausgeholt habe, aber. Mal schauen, bin ich hier schon in der Mitte hingegangen? Ich glaube nicht, ne? Ich finde immer noch irgendwas. Oh Gott. Ah! Da hat er so einen Bekannten hier, so ein Yoda-Todesschrei, ne? So. In der ersten Episode, der irgendwie voll bekannt ist, ne? Immer sehr an, der ist hier nicht mehr. Ich glaube, das war nur Episode 1, ne? Also das erste Lego-Spiel, meine ich. Wo das passiert ist, ne? Meine Güte, das könnte vielleicht das geschillste Projekt sein, das ich auf diesem Kanal hatte.
Einfach nur durch die Gegend rennen und Zeugs einsammeln, ne? Einfach um nichts kümmern und so, ne? Irgendwas? Nö. Mach deine Bank kaputt. Oh. Da unten, was ist das? Hallo? Komm ich denn da runter? Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Komm ich da hin? Bin ziemlich sicher. Wie frech. So und oh, ich dachte, ich hätte hier was gefunden. Na, zeig mal, warte mal in hier. Verbesserung. Was haben wir denn noch hier? Die Geschwindigkeit Baustein per Hand zu bauen wird erhöht. Weil Steinchen, wenn du im Kampf erfolgreich konterst. Gesundheitsanzeige wird erweitert an jeden. Da will ich haben. Wieso kann ich das nicht kaufen? Ich habe doch 5, oder? 5 und 10.000 Dinger, ne? Muss ich erstmal alle drei hier oben holen? Nein. Die kannst du dann auch noch mal hochleveln, ne? Ja. Muss ich erstmal die Dinger alle holen, ne? Und das hier wäre natürlich sehr gut, ne? Wenn wir Bonus, alles, was mir irgendwie so anzeigt, wo was versteckt ist, ist natürlich bekommen, ne? Guck mal, ob in den Gullideckeln irgendwas ist hier. Ich meine, von den Dingern hier, werde jetzt ja nicht jeden einzelnen Stein ansammeln. Ich werde mal stark davon. Oh, einen blauen, den will ich aber. Die geben ein bisschen mehr, ne? Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will nicht da hochklettern. Obi-Wan, ich will da rein. Der klettert automatisch da rein. Gut, dann eben nicht. Gut, alles klar. Dann machen wir einfach eine Story weiter. Ich will mal einen neuen Ort so. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Müssen jetzt als nächstes kommen. Das Spiel, das speedet hier durch die Story, ne? Bin ich mir nicht sicher. Was kämen wir denn jetzt als nächstes? Jetzt gehen wir nach Nabo, ne? Also zur Stadt. Ich habe den Namen der Stadt vergessen. Ich will die ganze Zeit Feed sagen, ne? Aber Feed ist doch diese Stadt auf Tatooine, ne? Oder war Mos Eisley? Mos Eisley ist die Stadt aus der vierten Episode. Gut, einfach mal weiter. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Wir die Naboo nicht mögen. Aber wir sind doch ja auf Naboo. Wir euch geben werden einen Bongo. Der schnellste Weg zu die Naboo geht mitten durch Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? In